so eine Liebe, die ich nicht beschreiben kann. Wo du gespürt hast, es gibt eben doch nicht mehr. Es ist nicht das Materielle. Ich möchte dich auch so erleben. Zeig dich mir, so wie das Anna auch gesagt hat. Zeig dich mir. Geborgenheit und Liebe in einer Familie zu erfahren, das ist wahrscheinlich einer der größten Wünsche, die man in sich trägt. Ich könnte auch sagen, eine tiefe Sehnsucht, die einfach in uns drin ist. Aber was ist es, wenn es anders kommt oder eben nicht so ist? Gibt es dann überhaupt einen Ausweg? Dürfen wir mit Wunder rechnen? Genau das ist unser Thema. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag bei Wunder heute. Ich freue mich sehr auf meinen Gast, auf Angie Stones. Sie wird uns aus ihrem Leben berichten. Und da spielt Gott eine ganz wesentliche Rolle. Denn sie hat anfänglich eben nicht das erlebt, was man mit Liebe und Geborgenheit bezeichnen könnte. Zuerst einmal herzlich willkommen, Angie, zu diesem Gespräch. Danke. Ich finde das wirklich wunderbar, dass du das auch in der Öffentlichkeit, dass du dich bereit erklärst. Ich möchte das erzählen, weil du hast etwas erlebt, was ich wirklich als Wunder bezeichne. Ja, das ist so, ja genau. Du bist aufgewachsen in Brasilien, und also als Kleinkind könnte man sagen, und du hast eigentlich viel Streit, Gewalt, Drogen, alle diese Dinge erlebt in der Familie. Nimm uns doch ein bisschen mit hinein in diese Zeit. Ja, also ich bin in Brasilien aufgewachsen, und da war viel Gewalt, Streit, der Vater war drogenabhängig. Künstler hatte sich mit der Droge inspirieren lassen, seine Kreativität mehr geöffnet. Du öffnest deine Kreativität, ja, aber du öffnest sie auch für beide Seiten. Mhm. Und oft ist es so, dass es kippt. Er wurde gewalttätig, hat nicht, also gewalttätig gegenüber uns, sondern hat mit Dingen rumgeschmissen, Gott sei Dank uns nie getroffen, aber auch so Psychospielchen wie die Waffe der Mutter am Kopf gehalten und wollte abdrücken. Und ja, er hatte die Mutter mal im Pool ertränken wollen. Und ich habe das Messer geholt, habe es vor den Pool hingelegt und wusste lange nicht, wer überleben wird. Also und quasi um der Mutter, dass sie sich überhaupt noch wehren konnte. Ja, weil sie wäre gestorben. Und das sind auch gewisse Dinge, da kann ich heute ganz klar sagen, dass da war Gott im Spiel. Und lange wusste ich aber nicht, ob es Gott überhaupt gibt, weil ich so viel erlebt habe in der Gewalt. Und alle sagen, ja, Gott ist Nächstenliebe, aber für mich war es unklar, weil wenn es ja Gott geben würde, dann gäbe es ja Frieden, keinen Streit. Aber eben, da durfte ich lernen, der freie Wille. Und das ist schön, aber auch eben das Problem. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das als Kleinkind ja schon sieht und diese Geschichte, die du erzählt hast mit dem Pool oder eben quasi mit der Waffe am Kopf, das sind ja traumatische Erlebnisse, würde ich mal so sagen. Ja, die waren prägend, ja. Ja. Und dann seid ihr aber in die Schweiz gekommen. Wie alt warst du? Viereinhalb Jahre alt. Und hast du dir da vorgestellt, okay, wir gehen von Brasilien jetzt in die Schweiz, jetzt wird es ganz bestimmt besser, wenn wir hier sind. War das so in deinem Herz? Vor allem, mir wurde gesagt, in der Schweiz ist es besser, die Leute sind gut, offen, herzlich. Also ich hatte gedacht, wow, Neustart, jetzt wird alles super und anders. War es so? Nein, es verlief eine Sache nach der anderen bis zum Missbrauch, zum sexuellen Missbrauch. Und ab dem Moment war das Männerbild für mich komplett zerstört. Mhm. Also ich war rachesüchtig gegenüber Männern. Mhm. Wirklich. Das, ja. Kann man auch verstehen. Ist ja irgendwo nachvollziehbar. Ja, ja, es ist irgendwie nachvollziehbar. Jedoch mit der heutigen Erkenntnis würde ich jedem Menschen empfehlen, viel früher zu Gott zu gehen. Es macht es einfacher. Die Heilung ist einfacher mit weniger Schmerz. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Genau, deine Gottesbeziehung, weil es ist ja so, deine Mama ist gläubig und du selber hast dich ja doch noch gewehrt gegen diesen Glauben an Jesus so. Das war nicht immer ein Thema für dich. Nein. Ja. Nein. Jetzt, wie war es denn mit dem Vater? Ich habe gehört, der ist dann abgehauen für eine längere Zeit.
Genau, für 14 Jahre. 14 Jahre? Ja, 14 Jahre. Der hat uns dann, also wir sind in die Schweiz gekommen, Großvater ist dann gestorben und ist der Einzige gewesen, der sich um uns wirklich gekümmert hat. Und ist dann gestorben und kurz darauf kam die Scheidung. Das sind eben so kleine Dinge, die alle kurz darauf folgten. Mhm. Und ja, immer für mich unklarer wurden, wo ist jetzt Gott in dieser Sache? Oder? Mhm. Und ja, ist dann 14 Jahre verschwunden. Und wo er zurückgekommen ist, todkrank, kurz vor dem Sterben. Also eigentlich ein Wunder, dass er noch vor der Tür stehen konnte, weil seine Organe komplett am Versagen waren. Also es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, muss ich vorstellen. Nach 14 Jahren auf einmal steht der Vater vor der Tür. Es war am Geburtstag seiner Frau, also deiner Mama. Mhm. Und dann steht er da, total kaputt, wie du das beschrieben hast. Und wie war das für dich? War das, ich denke, ein Schock zuerst? Ja, also ich habe es mir immer gewünscht. Du wolltest, dass der Papa zurückkommt? Ja, ich meine, wir haben jetzt Weihnachten. Vor 2011 habe ich das Fest wirklich, also ich sage es nicht gern, aber gehasst. Hm. Oder? Wirklich, ja, alles zusammen, Eltern, die Familien. Hm. Und bei uns war das ganze Familienverhältnis zerstört. Ich hatte auch nicht so eine gute Beziehung wie jetzt zu meiner Mutter. Hm. Weil ich habe ihr auch die Schuld, ich habe jedem anderen die Schuld für alles gegeben, aber nicht bei mir selber nachgehakt. Hm. Und ja, als er vor der Tür stand, sah ich ihm in die Augen und es ist so gewesen, als würde er kontrolliert werden von irgendetwas anderem. Es war wie du in eine pechschwarze Pupille reinschaust und es ekelte mich. Hm. Wirklich auf das Extremste. Also hätte ich damals gewusst, was auf mich zukommen würde, welche Lawine, hätte ich die Tür zugemacht. Hm. Aber was in den 5 Jahren passiert ist mit meinem Charakter, mit der Beziehung zu Gott, Beziehung zu den Männern, die Versöhnung, ich würde es jedem empfehlen. Hm. Weil ich bin über einen Prozess gegangen, ja, da kann nur Gott im Spiel gewesen sein. Ich möchte da noch ein bisschen nachhaken. Das heißt, ihr habt ihn dann aufgenommen. Wie war das deine Mutter? War das sofort klar, dass sie gesagt hat, wir nehmen ihn auf? Ja. Das war klar, ja. Nach 14 Jahren. Ja, weil sie ist eine Person und sie hat eine Verbindung zu Gott, wie auch die Familie. Über Träume habe ich auch, aber nicht so wie sie oder über Visionen. Sie hat eine Vision und sie kann sich an dieser Vision dranklammern. Da können Berge einstürzen, links und rechts. Ja. Und sie sagt, nein, Gott hat mir den Auftrag gegeben, egal was Menschen sagen, so wird es sein. Und jeder hat ihr empfohlen, Vater abzuhaken, vergessen. Korrekt. Mhm. Sie hat gesagt, nein, ich und meine Mutter, die Mutter von ihr von Brasilien, haben im Gebet erhalten, er wird sich stabilisieren, er wird überleben und er wird wieder zurückkommen. Jetzt, wenn man eine Diagnose von einem Arzt hat, ich war in Kilchberg, ist eine sehr gute Klinik, die Diagnose von den Ärzten war klipp und klar, er wird sterben, er kommt nicht mehr zurück. Und da musst du jetzt, also, da war ich am Tisch und dachte, oh mein Gott, meine Mutter, nicht studiert, kann nicht mal richtig Deutsch, glaubt an Jesus und er kommt wieder zurück und wird stabil. Mhm. Ich lebe heute jetzt da und das ist so passiert. Es ist wirklich fantastisch. Ja. Aber ja. Du hast es auch erwähnt, er war kaputt, da waren immer noch Drogen mit im Spiel. Ja, das war 2011 und du hast ihn dann gepflegt, sogar mit ihm einen kalten Entzug gemacht. Eben die Ärzte haben gar nicht mehr geglaubt, dass er wird sterben. Also er war so schlecht dran, gesundheitlich auch. Und du hast das jetzt vorweggenommen, du hast gesagt, es hat sich alles gelohnt. Jetzt, wenn man heute das anschaut und sieht, es ist unglaublich. Aber es war ein schwieriger Weg. Oh ja. Gepflegt. Ja. Wie alt warst du damals? 20. 20. Und Angie ist über ihre Kräfte hinausgegangen. Das war dann auch so, dass sie in einen Burnout kam. Nachdem sich der Vater stabilisiert hatte, hat sie gemerkt, meine Energie, die Kräfte, die sie da mit investiert hat, das war einfach too much, es war zu viel. Mhm. Aber auch in dieser Zeit hast du dann erlebt, weil Gott war ja nicht immer ein Thema in deinem Leben, er hat dich gesucht, du hattest drei Träume. Erzähl uns davon, Angie.
Also ich habe eben den ganzen Prozess durchgemacht. Dann habe ich ein Buch geschrieben. Das Burnout war alles vorbei, ich war wieder gesund etc. Und immer in der schlimmsten Situation, wo es wirklich keinen menschlichen Ausweg mehr gibt, habe ich immer Gott gesucht. Ich habe nicht das Jesus angesprochen, nicht das Gott, weil ich Mühe damit hatte. Ich habe immer gesagt, meine Mutter betet oft zu dir. Was aber immer da oben ist, jetzt musst du mir helfen. Und trotz seiner Hilfe war ich so egozentrisch und dachte, okay, ist Zufall. Also wirklich extrem egoistisch. Und dann, als ich das Buch fertig geschrieben habe, gehst du ja die Prozesse mit dem Verlag x-mal durch. Und dann die Zusammenhänge beginnst du zu verstehen. Und dann habe ich so den Kopf geschüttelt und habe gesagt, da habe ich Glück gehabt. Beim Selbstmord hätte ich tot sein sollen. Ich bin nicht umgekommen. Autounfall der Eltern schon nur. Ich habe überlebt. Da waren sie mit schwanger, also deine Mama schwanger mit dir? Genau. In eine Wand gefahren, ja, oder? Genau. Einfach die verschiedenen Prozesse, auch beim Burnout. Da kam mein Vater ans Bett und sagte, lass uns beten, du wirst wieder stabil. Und das war schon für mich so, boah, das ging einfach ins Herz. Er war das erste Mal nicht weggelaufen, sonst ist sein Muster, er läuft weg. Und dann ging ich auf die Knie, auf den Balkon und sagte, okay, wenn es dich gibt, du musst mir dein Gesicht zeigen. Und dann der erste Traum war mit einer Hand, ich bin da. Ich war aber wütender als vorher. Weil ich hatte kein Gesicht gesehen, nur eine Hand. Ich habe schon ein tiefes Gefühl, dazumals noch, verspürt. Und sagte, okay, ja, aber das reicht mir nicht. Beim zweiten Mal, dann war ich war innerhalb von 3 Wochen. Und ich habe sonst auch eben gute Träume wie schlechte Träume, die sich wirklich manifestieren. Aber diese Träume sind wie real, als wäre ich dabei. Und dann beim zweiten Mal war ich auf einer Wanderung, er kam auf den Wolken und sagte, ich bin da, willst du mit mir mitkommen? Und dann wusste ich, ja, es ist Jesus. Er sieht nicht so aus, wie man ihn sich so vorstellt. Aber beim dritten Mal habe ich nochmals von ihm geträumt. Da saß er auf einem Lagerfeuer und sagte, komm, setz dich hin, wir müssen reden. Und am nächsten Morgen, also ich bin dann hingesetzt und wir haben geredet, das Gefühl, das kann nicht von dieser Erde sein, weil es ist ein Gefühl von Frieden, von Power, von Gelassenheit, von Mut, von Zuversicht. Es ist so speziell. Es ist, also das, wenn ich jetzt das so beschreibe, klingt das so okay. Aber das ist nur etwas, viele Menschen eben Begegnung mit dem Heiligen Geist haben. Oder das die wissen. Also es ist nicht so etwas Okkultisches, oh ja, Esoterisches. Weil das habe ich auch lange probiert. Es ist so klar. Du weißt, du bist zu Hause. Das ist ein Gefühl, das kann dir, das musst du erlebt haben, das kann man nicht beschreiben. Und dann habe ich, wie Gott das so will, eine Woche eine Christin kennengelernt. Ich hätte nicht meiner Mutter gesagt, was ich geträumt hätte. Habe diese Telefonnummer gewählt und dann sagte sie, du bist bereit. Und ich so, ja, ich bin bereit. Und habe am Telefon das Übergabegebet gemacht. Hast dein Leben, also hast Jesus eingeladen, dein Leben übergeben. Ja. Das ist wunderschön. Und interessant ist, das haben wir jetzt gehört, Angie wollte es wirklich wissen. Also das war nicht einmal, sondern du wolltest es wirklich wissen. Du wolltest diesen Jesus, du wolltest ihn spüren, kennenlernen und das durftest du auch. Jetzt die Geschichte, ja, eurer Familie hat sich so unglaublich verändert. Aber Vergebung war bestimmt auch ein wichtiges Thema, Angie. Ja. Wie war das bei dir? Also, oder dann auch von der Seite vom Vater, wenn man einsieht, was man für Fehler gemacht hat. Ja. Ich ging durch die Hölle. Weil es war zwischen Hass und Liebe. Er war zurück, ich mochte ihn. Die Mutter konnte so machen und sie konnte vergeben. Sie sagt immer, ja, bete zu Jesus, weil er wird dir die Liebe geben für dich, damit du den Nächsten lieben kannst, bedingungslos. Und bedingungslos heißt, das kann ich jetzt so klar sagen, unabhängig, ob das Gegenüber Gott kennt, Gott akzeptiert oder deiner Meinung ist, du liebst ihn für das, was er ist, weil diese Liebe von Gott wird den Nächsten heilen und er wird das spüren, weil es ist komplett anders. Und wenn man die erlebt hat, wird man wie süchtig danach, weil man weiß, man ist da zu Hause, es stellt einem richtig zufrieden.
Und ich hatte einen extremen Kampf, den Vater zu lieben und gleichzeitig zu hassen. Wie auch die Person, die mich missbraucht hat, habe ich komplett vergeben. Also ich kann diese Person in den Arm nehmen. Das hätte ich vorher nicht gekannt. Und da kann ich ganz klar sagen, das ist Jesus, der Heilige Geist hat diesen Prozess, weil ich war viel im Gebet, hatte Wut auf diese Person und plötzlich von einem Tag auf den anderen, also es war klar, ein Prozess von Gebeten, weil Gebet ist die effektivste, größte Kraft, die es überhaupt auf diesem Planeten, in diesem Universum gibt. Weil die versetzt Berge. Und nur der Heilige Geist kann in dir eigentlich aufzeigen oder offenbaren, was richtig ist und was nicht. Und die Sache ist immer bei dir, willst du es oder nicht? Mhm. Ja. Also du wächst gerade eine Sehnsucht. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, liebe Zuschauer, aber bei mir auch Gebet, die stärkste Macht. Und dass da wirklich, dass da Power ist, das ist nicht einfach etwas, was man fromm daher spricht oder eine religiöse Handlung. Man spürt, es ist eine Beziehung. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, du konntest von ganzem Herzen auch vergeben. Es ist einfach wunderbar. Und interessant noch eine Geschichte. Du hast eigentlich während dieser Burnout-Zeit hat Gott dir noch etwas anvertraut, nämlich beruflich. Mhm. Er hat dir gezeigt, du bist dort wandern gegangen oder bist du viel spazieren gegangen? Zu Beginn spazieren. Genau. Mhm. Dann wurde es immer länger und höher. Bis ich dann das Wandern für mich entdeckt habe. Und das habe ich auch noch heute. Ich kann auf einem Gipfel stehen und da spüre ich den Heiligen Geist. Hm. Im Gebet am effektivsten. Hm. Ich jetzt. Das ist jetzt meine Gebetsorte sind dort oben. Hm. Da habe ich die größten Visionen und der größte Frieden. Es ist nicht die Vision erfolgreich oder so, sondern es ist eine Ruhe, eine Zuversicht und eine Klarheit. Hm. Und das ist für mich so wichtig. Du machst das heute beruflich, vollberuflich. Daraus hat sich etwas entwickelt, eine Geschäftsidee. Mhm. Das heißt, auch Leute, die vielleicht nah am Burnout sind oder überhaupt eine Auszeit brauchen, dass du Kurse, Seminare anbietest auch und dass man kommen kann. Und eben auch ein Teil von der Heilung, könnte man sagen, ist ja auch Bewegung. Das gehört dazu. Korrekt. Ja. Genau. Es ist so, ich möchte, meine Vision ist es, im Alpina Fit aufzuzeigen für Menschen, die nicht glauben, eine Sparte, und für Menschen, die glauben, den Menschen das Gebet als Ressource mitzugeben. Und für die Menschen, die nicht glauben, dass sie die Möglichkeit haben, diese Ressource in den Rucksack zu setzen, aber auch sagen können, nein. Mhm. Weil es ist ja eben, Jesus ist der, der im Menschen arbeitet. Und wenn man vom Herzen wirklich sucht, in der Notsituation, findet man ihn zu 100%. Und dann will man ihn nicht mehr loswerden. Mhm. Da bin ich, das ist eine Überzeugung, das lebe ich auch so. Das ist fantastisch. Und also ich finde das wunderbar. Wir werden jetzt dann auch noch die Eltern sehen. Und auf Dauer freue ich mich auch ganz besonders. Wenn man jetzt die Geschichte gehört hat, Und weiß, wie die Anfänge waren, wie das zerstritten war, alle diese Probleme, auch mit Drogen, mit Gewalt. Und jetzt zu erleben, dass hieraus Vergebung, Versöhnung entstanden ist. Und das Allerschönste, die haben 2013 sogar nochmal geheiratet. Ich finde es wunderbar und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit den Eltern. Ja, auf diesen Moment habe ich mich sehr, sehr gefreut, Natascha und Hannibal zu sehen und auch noch mit ihnen ein kurzes Gespräch zu machen. Also, wenn man die Geschichte hört, mich berührt das zutiefst. Wenn ich Angie, eure Tochter, sehe und jetzt sehen darf, dass sie familiär jetzt in einer vergebenden, versöhnenden Familie aufwachsen kann, ist das gewaltig. Und Natascha, meine Frage an dich. Hast du das immer tief in deinem Herzen gewusst, Gott wird diese Ehe wiederherstellen? Sicher, das ist normal. Das ist normal für dich? Für mich das normal, ja, weil ich habe in die Kirche gewesen in Brasilien. Ja. Und du hast gebetet dafür. Deine Tochter hat gesagt, du hast gebetet, du hattest wie eine Vision und Gott hat auch gesprochen zu deiner Mutter und zu dir. Er wird Hannibal, also er wird das wiederherstellen, Hannibal wird zurückkommen zu euch und das habt ihr erlebt. Also ich finde das einfach großartig.
Gau, das ist so. Hannibal, vorher habe ich nicht geglaubt in Gott, ja. Aber jetzt, Hannibal, sage ich, muss. Aber ich denke, ohne Gebet hättest du diese Zeit wahrscheinlich gar nicht durchgestanden. Nein. Nein, manchmal hat sie gesagt, ich mag nicht mehr. Dann hat sie gesagt, was? Ich mag schon. Ich sage, ich gebe ein bisschen Bette, ich gebe ein bisschen einfach, ich sage, Wort. Was sage ich das? Ich sage, von Gott, wenn du mir das gebe, ich kann weiter. Oder? Ja, so wie da, du hast diesen Kontakt, diese Beziehung hast du wirklich gebraucht, ja, zu gebraucht. Gott, sonst wäre das gar nicht gegangen. Mhm. Und das Schöne ist ja, eure Tochter, die Angie, das spürt man. Die liebt Jesus von ganzem Herzen. Ja. Auch sie ist zum Glauben gekommen. Mhm. Sie wollte ja am Anfang nicht so viel wissen von Gott und von Jesus, gar nicht. Ja. Also, und dann hat sie das selber erleben dürfen. Das ist einfach großartig. Na, ich habe auch viele Glücke, weil ich jetzt auch glaube in Gott. Ja. Weil ich vorher das ein bisschen halb. Ja, eben. Und sie hat sich entschieden für Jesus, ja. Genau. Ich finde das wunderbar. Und ich wünsche euch einfach von ganzem Herzen eine wunderschöne, harmonische, liebevolle Familie. Ja, danke vielmals. Danke vielmals. Ihr seid für mich so ein Beispiel. Viele Menschen, die jetzt auch das sehen, bekommen neue Hoffnung und denken, für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Und das glaube ich auch. Für ihn ist nichts unmöglich. Okay. Ja, alles Gute. Danke vielmals. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, Angie, für das Gespräch, für deine Offenheit. Und ich kann mir vorstellen, es ist ja so, man sieht dann wieder so stückweise das Leben auch. Also danke, dass du das geteilt hast mit uns. Gibt es noch so ein Schlussstatement von deiner Seite her? Ja, also mein Statement und meine Empfehlung an die Menschen ist, ob sie gläubig sind oder nicht, die Probleme im Gebet auszutragen. Denn es ist effektiv am wirksamsten, also wirklich. Ja, man kann viele Sachen probieren, aber ich empfehle, probier zuerst das, weil das ist praktisch immer die beste Lösung. Ja, das wäre vielleicht genauso auch ein Schritt für Leute, die eben noch gar nicht im Glauben sind, einfach mal das zu versuchen, vor Gott zu bringen, so im Gespräch, und dem sagen wir ja Gebet. Genau. Also nochmal vielen herzlichen Danke Dank. Danke auch. Ja, und Ihnen, liebe Zuschauer, dieser Bericht soll Ihnen Mut machen. Vielleicht haben Sie oder sind Sie in einer Situation, wo Sie sagen, ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr. Wenn Sie gesehen haben, wie Gott hier eingegriffen hat, dann kann ich einfach nur staunen und ihm wirklich auch die Ehre geben. Und das soll auch Sie ermutigen. Für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Und vielleicht ist es der erste Schritt, eben so ein Gebet. Einfach zu sagen, wie das Angie damals auch gemacht hat. Ich möchte dich sehen oder ich möchte dein Gesicht sehen. Sprich mit mir. Und das wäre so eine Möglichkeit, ein Gebet von Herzen gesprochen. Gott wird sich Ihnen zeigen, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Gott segne Sie.